Auf dem Weg zum historischen Kaufhaus in Freiburg ist jetzt Brigitte Lücker. Einen Silberschatz im Gepäck. Ich habe verschiedene Silberteile dabei. Da wurde mal die Geschichte erzählt, dass nach dem Kriege das Haus besetzt wurde mit fremden Leuten und das Silber vergraben wurde so lange. Und dann hat man das später, als alle aus dem Haus wieder waren, wieder hervorgeholt. Und ich denke, das ist eigentlich eine schöne Rarität und die wollte ich nicht, unsere Kinder möchten es nicht und die wollte ich nicht einfach so wegtun. Wow, Albert, das habe ich so aber auch noch nicht gesehen. Das sind doch die richtigen Pflegetücher auch noch für Silber, ne? Das sind die Original-Etuis, die gab es für Besteck. Die hatten sie bestimmt zu Hause auch für die Löffel und für die Gabel. Die habe ich nicht mehr gefunden. So wurde echtes Silber aufbewahrt. Frau Lücker, ich bin begeistert, ganz ehrlich. Also. Darf ich Brigitte sagen? Ja, gerne, ja. Brigitte, ich bin der Horsti. Horst. Wunderschönes Silber, sehr, sehr schön. Geerbt worden. Geerbt, ja. Von wem? Das ist die. Ah, du hast sogar ein Foto mitgebracht. Ja. Ein Grabstein. Moment, Else Krimmelmann, Adele Lücker. Von wem ist das jetzt? Das ist die Großmutter meines Mannes. Ja. Und warum hast du dieses Foto mitgebracht? Weil die Initialien hier. Ach so, von der Else. E-K. Und das ist natürlich ganz was Edles, wenn man sich sein eigenes Silberbesteck mit Monogramm hat machen lassen. Brigitte, hast du denn eine Wunschzahl für all das zusammen? Ja, also ich wünschte mir 5.000 Euro mindestens. Also die wünschen wir uns jetzt einfach mal. Die wünschen. So, und jetzt sagt uns Albert, was es wert sein könnte. Wir fangen an mit dem WMF Sektkübel, typisch 30er Jahre, so um 1930, ist kein Silber, ist nur versilbert. Versilbert. Versilbert, 150 Euro. Ist aber Art Deco oder heißt... Also nicht ganz typisch, geht nur ein bisschen, hat Art Deco Elemente drin, aber deswegen habe ich gesagt 1930, da gab es das Art Deco ja immer noch, das ging ja bis 1938. Ja. Und zum Silberbesteck ist Folgendes zu sagen, Besteck mit Initialen drin, kann man nur, und unsere Händler machen das auch, nur über die Waage verkaufen. Also gibt es keinen Sammlerwert oder nichts. Dieses Besteck gab es sehr häufig, 1,6 Kilo, sind nach dem jetzigen Silberpreis. Albert, du hast gesagt, das wären wie viel Kilo? Also, Entschuldigung. Ich muss da also insgesamt finde ich, ist das doch viel schwerer, ich oder? Ich weiß, was du meinst. Also ich habe es gewogen, das Messer hat 97 Gramm, aber die Klinge ist nicht aus Silber. Und nur diese Schicht hier ist aus Silber. Innen ist es gefüllt mit Sand oder Harz. Deswegen errechnet sich der Silberpreis immer mit 30% bei den Messern. Es ist 800er Silber. Die Gewichtszahl in Feinsilber für das Besteck kommt heraus 1,6 Kilo Feinsilber. Sind nach dem heutigen Silberpreis ca. 850 Euro für das Besteck. 150 Euro für den Suppenlöffel dazu, dann wären wir bei 1.000 Euro für dieses Besteck. Zu der kleinen Nürnberger Silberschale ist Folgendes zu sagen, die liegt zwischen 150 und 200 Euro. Dieser kleine bachantische Puttentanz oder Puttenreigen, den würde ich beziffern auf 250 Euro. Und hier 1.200 Euro. Dann wären wir bei der Gesamtsumme wo? Sekunde. Jetzt hören wir gleich die Endsumme, was der Experte erstmal sagt. 2.750. 2.750. Damit wären wir etwas über der Hälfte des Wunsches. Ja. Man könnte ja auch eventuell sagen, wenn der ein oder andere das Einzelteil und nicht das Besteck haben möchte, weil es eben ein Monogramm hat, dass man dann... Vielleicht überbieten die sich bei den Kanten. Ne? Also ich möchte es auf jeden Fall erleben. Das Händlerkärtchen für dich. Bitte schön. Dann läuft. Ich glaube, da packen wir zusammen und lassen es dann nach vorne bringen. Ja? Ja, schön. Danke dir. Danke schön. Du bist bezaubernd. Vielen Dank für den Besuch. Ja, danke schön. Danke. Ja, ich versuche halt mein Bestes. Und ich muss es ja nicht weggeben. Und hoffe nun auf ein besseres Ergebnis. So, jetzt geht's los. Ich versuche, richtig schön zu handeln und vielleicht bei Einzelteilen dann auch einen besseren Erfolg zu haben.
Welche Taktik zum Erfolg führt, kann man nicht vorhersagen. Die Händler sind mit allen Wassern gewaschen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Sie haben fleißig Silber geputzt, habe ich gesehen. Das ist alles blank poliert. Kann ich das nicht. Nicht? Nein? Mein Mann. Sehr schön, sehr schön. Da war er aber eifrig dabei. Ja, hat er. Viele tun das nicht. Wollen Sie alles als Konvolut verkaufen oder geht es auch einzeln? Oder? Es geht auch einzeln. Geht auch einzeln. Ja. Ich fange mal an. Sie wissen das nicht. Für alles. Für alles. Ja. Sagen wir mal so 1000 Euro. Das ist so mal mein erstes Gebot. Ich weiß, das ist Ihnen zu wenig, aber ich kann mal anfangen. Ja, ist schon mal ein also mir gefällt das hier besonders gut, weil das ist mit 13 gestempelt, das heißt ja. 13 lötiges ja. Silber. Das ist eigentlich so im Schloss vorgestellt oder so, dass es so ein bisschen auch noch lebt. Einiges wird auch sicherlich weiter leben und funktionieren. Allerdings muss ich auch sagen, dass diese Bestecke, also Löffel, Gabel und Messer, das ist einfach schwierig heute zu verkaufen. Weil es monogrammiert ist, fällt sehr der Preis. Verstehen Sie mir? Die Leute so, oh, leider. Den Namen will ich nicht haben. Leider, ja. Also ich bin bei 1200 Euro für alles dabei. Ich erhöhe auf 1300. Ich mache 1400 Euro. 1500. Sind wir da schon in der Nähe, wo Sie einverstanden wären? Nee, eigentlich nicht. Nein, dann lege ich noch 50 Euro drauf. 1550. Immer noch nicht. 1650. 1,7, Madame. 1750. Ich lege mal die Gabeln weg, ich bin raus. Wolfgang? Ich steige jetzt aus, Madame. Da bin ich aber sehr traurig. Traurig? Nee, wir wollen keine traurigen Menschen. Sagen Sie mal einen Preis, wo Sie sagen, das wäre der Preis, wo ich sagen würde, jetzt gebe ich es her. Bei 2000 würde ich sagen. Also ich komme Ihnen ein bisschen entgegen und sage 1800 und dann bin ich aber raus. Ich bin raus. Ich überlasse das Susanne. Na gut. Jetzt haben wir einen Deal gemacht. 500, 1000, 1500, 1700, 1800. Danke sehr. Dankeschön. Alles Gute. Es war nett mit Ihnen, Madame. Tschüss. Ciao. Ciao. Ach so, wenn das so ist. Warte mal. Ich glaube, los. Hier, 600 kannst du haben. Ich bin also nicht auf den Punkt gekommen, den ich kommen wollte. Aber es ist in guten Händen und ich weiß, es sind Händler, die auch was verdienen wollen. Insofern bin ich zufrieden.